Riesenthema für mich, ein Riesenthema für uns hier sind Kooperationen, Partnerschaften im Sinne von Marketingpartnerschaften, Leadpartnerschaften, Mensch, gemeinsame Kampagnen, um Leads zu generieren, in welchen Ausprägungen auch immer. Und wie lerne ich solche Leute kennen, wie entstehen solche Partnerschaften? Bisher gab es eigentlich zwei Wege. Der eine Weg war aus den bestehenden Kontakten heraus. Was ist denn, woraus besteht dein Netzwerk? Normalerweise hat jeder in seinem Netzwerk jemanden, der ihm irgendwie behilflich, hilfreich sein könnte bei seinem eigenen Thema. Das heißt, wenn ich mich als Webdesigner selbstständig mache, dann ist bestimmt irgendein Freund eines Freundes, ein Bekannter, einer Tante oder was auch immer, ein relevanter, guter Kontakt für mich, der mich entweder weiterempfehlen könnte oder der Kunde werden könnte und, und. Und genau so entstehen auf der einen Seite Partnerschaften, das sind Zufallspartnerschaften in einem bestehenden Netzwerk, und auf der anderen Seite suche ich mittlerweile proaktiv nach diesen Partnerschaften. Also, wenn ich auf einer Messe unterwegs bin, wenn ich auf bestimmten Veranstaltungen unterwegs bin, dann weiß ich in der Regel, wer dort vertreten ist, dann weiß ich in der Regel, mit wem ich mal gesprochen haben möchte, wer hat einen bestimmten Marktzugang, auf den ich gern aufsatteln würde, bei wem hätte ich gern, dass er uns Huckepack mitnimmt in Termine oder in Pitches, wo sein Service nicht vollkommen ausreicht, wo er uns noch mit reinbringen kann. Und so ist Partnerschaft im Endeffekt ein permanentes Augenoffenhalten nach interessanten Kontakten und Partnern. Und wie sowas entsteht, ist dann natürlich die andere Sache. Also aus dem bestehenden Netzwerk heraus, wie gesagt, das heißt, dass sowieso Leute in deinem Bekanntenkreis interessante Kontakte, interessante Kunden, interessante Weiterempfehler sein können. Da muss man natürlich selber sehr proaktiv rangehen. Wenn man neue Partnerschaften sucht, wenn man wirklich versucht, neue Kontakte herzustellen, die einen wirklich schnell weiterbringen können im Sinne von irgendwelchen Kooperationen oder so, dann muss man halt auch wirklich gezielt rangehen, gezielt Menschen, Events, Gäste dieser Events recherchieren, Branchengrößen recherchieren, Menschen recherchieren, die einen gewissen Marktzugang haben, den man haben möchte, und dann halt wirklich kategorisch konsequent versuchen, diese Menschen kennenzulernen und zu sehen, wo ein partnerschaftliches Verhältnis entstehen kann und wo nicht.